Der Blutspendedienst der Bundeswehr, ein halbes Jahrhundert im Dienste der Lebensrettung. Jubiläum. Der Blutspendedienst der Bundeswehr hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Ein Gottesdienst und ein Festvortrag über die Geschichte der Blutspende verlieh dem Anlass einen würdigen Rahmen. Anschließend hatten die Gäste die Gelegenheit, einen direkten Einblick in die Herstellungsstätte für Blutprodukte zu bekommen. Unter fachkundiger Anleitung von Oberstabsarzt Dr. Erich Sönnissen ist deutlich geworden, warum der Blutspendedienst auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken kann. In den letzten 50 Jahren haben wir ca. 1 Million Blutkonserven gewinnen können und für den Bedarf der Bundeswehr auch Soldaten und zivile Mitarbeiter versorgen können in den Bundeswehrkrankenhäusern und später in der Folge dann auch in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr liefern können, was dort benötigt wurde. Der Blutspendedienst der Bundeswehr, sein Auftrag, das Bereitstellen von Blutkonserven für die Bundeswehrkrankenhäuser und Einsatzlazarette. Wer Blut spendet, tut das freiwillig. Mobile Blutspendetrupps der Bundeswehr sind deutschlandweit unterwegs, um Blutspenden zu entnehmen. Immerhin kommen jährlich rund 40.000 Blutspenden zusammen. Die Blutspenden werden in speziellen Labors zu Blutplasma und Blutkonserven weiterverarbeitet. Blutplasma bleibt übrig, wenn die roten und weißen Blutkörperchen sowie die Blutplättchen aus dem Blut herausgefiltert werden. Blut spenden darf im Prinzip jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Einzige Voraussetzung, es dürfen keine gesundheitlichen Bedenken vorliegen. Ein gesunder Mensch kann bis zu 6-mal im Jahr Blut spenden. Es ist mindestens eine Ruhezeit von jeweils 2 Monaten einzuhalten. 3 Monate werden allerdings empfohlen. Dabei dürfen Frauen insgesamt nur 4-mal, Männer dann höchstens 6-mal im Jahr spenden. Die entnommene Menge liegt in der Regel bei 1,5 Liter pro Blutspende. Sowohl die Stefan-Mohr-Stiftung als auch die Deutsche Knochenmarkspendedatei arbeiten seit vielen Jahren eng mit der Bundeswehr zusammen. Auf der Suche nach potenziellen Stammzellenspendern für leukämiekranke Menschen wird extra ein Röhrchen Blut zusätzlich gespendet. Blut ist ein flüssiges Organ aus vielen lebenden Zellen und kleinsten Teilchen. Es transportiert unter anderem Sauerstoff und Nährstoffe und dient der Abwehr von Krankheitserregern. Blut reguliert die Körpertemperatur. Bis zum heutigen Tag ist es trotz intensiver Forschung nicht gelungen, funktionsfähige Blutzellen künstlich zu entwickeln. Blut ist durch nichts zu ersetzen, es bedeutet Leben.